fm4orf.at/podcast. FM 4. Mitternachtseinlage. Projekt X. Ladies and gentlemen, we proudly present Projekt X. The Heterodyne High Quality Sound Recreation Explosion. For your personal diffusion process. Psychological power pressing mission assassination. Na, schauen wir mal, was die uns da gekocht haben. Naja. Na gut, beim ORF ist es wahrscheinlich eh wieder Kaiser in Frankreich, ne? Naja, was willst du denn? Die haben ja aus. Das war ja Auswahl. Ich meine, das ist jetzt von wem. Hast du das gesehen, von wem wird denn die Kuchel gefeiert, die Kantine? Das ist ja einer. Das ist ja kein normaler Koch, sondern das ist ja der von Fernsehen, was ist. Wo ist das denn? Kaiser in Frankreich? Was? Nein, das sagt man, wenn der Kaiser in Frankreich. Das ist, sagt man, wann was gut ist. Sagt der Kaiser aber in Frankreich. Aber der Kaiser in Frankreich, der macht den Präsidenten, den ungarischen. Lange, ich weiß nicht. Stößt das oder was? Man sagt, etwas ist wie der Kaiser in Frankreich, wenn etwas sehr gut ist. Weil es früher hat es einen Kaiser in Frankreich. Ja, es war König. In welcher Schule warst du? Es war ein König. Oh, der Napoleon war Kaiser. Der Baumschule, was? Bei dir daheim hat es nur für die Baumschule gekriegt. Ne? Bitte. Bist du jetzt eigentlich fertig geworden? Ja, was? Mit dem Dreierstecker? Ja, ich habe das ganze Relais mal aufgemacht und die alten Jeans runtergeläutet, aber die Klinken sind noch nicht drauf. Dann muss ich das machen nach der Pause. Ja. Na, sowas hätte es gegeben früher. Was? Früher war er da kein Junger, war er da nicht zum Mittagessen gegangen, wenn die Arbeit nicht fertig ist. Der hat es eh angelegt. Naja, gut, aber. Was hast du gemacht? Naja, Moment einmal. Du bist die ganze Zeit am Gang gestanden und hast geschaut, ob es irgendwem vom Fernsehen siehst. Naja, Moment einmal. Hm? Ja. Ich habe ja die Ausführung letztlich. Ich bin nicht für das Ganze verantwortlich. Ja. Naja. Nein, aber die Kugel, Hut ab, den Ding. Ja, so mir fällt der auch, Name ne? nicht ein, wie der heißt. Der Star-Koch, wo. Der Möhrwall. Der Möhrwall, der Toni Möhrwall. Der kocht in der Kantine am Königlwerk oder aber was? Die Kuchel ist von ihm, das Essen, die tun das irgendwo draußen im Niederösterreichischen, hat er die Großkuchel und dann tut er liefern, das habe ich ja schon von anderen Firmen auch gehört, und dann tut er liefern auf verschiedene Kantinen. Hm? Aha. Das habe ich schon mit der Firma waren bei dem Wirtschaftsdreihänder, bei der riesen Gruppen da, du weißt genauso. Naja, die richten, das ist immer das Gleiche. Ne? Was die, bei Selma und, na, und. Ich weiß nicht, Privada oder die ganze, das war das. Das ist im dritten. Draußen. In dem Palais? Nein, das ist kein Palais, ne? Das sind ja umgezogen. Die haben sich ja, sind ausgesiedelt von während, denen ist es klar geworden herin, sind außer im dritten an der U6. Ja, so. Na ja. U3. Ist sehr wurscht. Ist eh wurscht. Erst lange? Ja. Was hast denn du da? Was ist das? Zum Essen? Ja. Was sonst? Rampsteak ist gestanden mit Lecho-Gemüse. Aha. Boah. Schon der gut, das habe ich gar Was nicht kostet? Gesehen. Ja, lass einmal. Das Steak. Ja, das ist aber nicht schon. Ja, klar, beim Fernsehen haben sie ein gutes Essen. Das ist so. Ja, schauen. Nein, das schauen. Naja, weil sie gehört haben, das ist ja. Aber das berühmte ist immer sieht man wenig. Jetzt, nein, wenn man die Comedy-Kantine. Vorher habe ich den gesehen, was Willkommen Österreich gemacht hat. Ein Birchner? Nein. Was jetzt, glaube ich, tut er gar nichts. Ich weiß gar nicht, da haben sie geglaubt, er macht dann die Fragesendung, wo man gewinnen kann. Ja. Mir fallen die Sachen nicht ein, was heißen im Fernsehen. Millionenshow. Millionen. Der Rap. Nicht der Rap. Der Eddie Finger Junior. Ah. Der, ne? Ja. Was macht denn der eigentlich? Naja, die Fußballmatch. Nein, dann meine ich ja gar nicht den. Nein, ich meine nicht den. Der ist so ein Feschack. Willkommen ah, Österreich. Der Pariasek. Nein. Willkommen Österreich hat er gemacht. So viel hat es ja da nicht gegeben.
Mit dem gefällt das ein schöner, stattlicher. Der Schmäler. Der Schmäler, der war den gut. Den der war Lange, gut. Er kommt drauf, ja. Bravo. Na, der Lange, der Moment, wenn wir fertig sind, geht er heim und traut die Kisten auf und schaut nur fern. Ne? Na, aber was, den habe ich gesehen, aber was macht der was im Moment? Weißt du das? Hat na, beim ATV gesehen? War er eine Zeit lang, ne? Beim, aha. Vom Heinzl das. Na, das schaue ich ja nicht. Das ist ein anderer, was du am Dreier hast. Naja, nein, ich schaue ja eigentlich. Ich denke mir, für was soll ich gebieren, wenn ich nicht schauen soll, bitte? Ja, darf ich da nicht laut sagen, du denkst, die zahl. Deswegen kommen wir mit ihren Wagel, wo sie sagen, Achtung, jetzt kontrollieren wir die Gebühren nicht. Das soll ja, ich weißt du, was du kriegst für eine Strafe? Na, okay, was will ich? Na, was denn? Na, die kommen mit dem Beil, die kommen mit dem Beilwagen. Die haben einen Beilwagen. Die haben einen Beilwagen, ja. Was ist ein Beilwagen? Na, pass auf. Das ist... Die kommen mit einem Beilwagen und da können sie sich anbeilen, wo sie dann sehen, wo einer hat einen Fernseher. Und dann schauen sie, wo ist das, das können sie eingrenzen auf ein gewisses Gebiet. Und wenn du dort eine Wohnung hast, ja, können sie die Hei anrufen und kommen mit der Hei eine in die Wohnung, schauen, ob du einen Fernseher hast. Ja. Aber wenn du einen Fernseher hast, aber kein Gießt zahlst, ja, nehmen sie deinen Fernseher weg, ja, und der Straf hast du dann und kriegst erst wieder einen Fernseher, wenn du zahlst. Also, und die tun das irgendwie anbeilen und ja. Das genügt, dass die mit der Polizei kommen dürfen. Ich ja, nein, dann müssen sie glaub, extra holen. Ja, aber ich habe geglaubt, die können eben nicht eine, weil es kann Durchsuchung so dürfen, nein, aber haben. Sie können sie einen holen, wenn sie Beweise haben mit der Beilmaschine. Ja, aber das geht ja nicht, dass das... Wie wollen die meinen Fernseher anbeilen? Das ist ja eine ganze Wohnung. Das ist ja ein Funken im Fernseher. Was für ein Funken, Herr Spät? Jetzt ist es ja digital. Über ein Flatscreen. Jetzt weiß ich auch nicht. Über ein Flatscreen. Ach so, ist ein Flatscreen? Sicher. Woher nimmst du das Geld? Weil von der Hocken da kannst du nicht sein. Kannst Langer. Hat es beim Hofer gegeben eine Zeit lang. Hast du einen Fläschchen gehabt? Sicher. Wie groß ist der? Für die Europameisterschaft? Ja, für die WM vor Brüggsbier noch. Hast du einen 70er? Ja. Hast mehr? Ich weiß nicht, der Lange hat einen 70er Fläschchen. Das gibt's ja nicht. Langer, da musst du aber jetzt immer das Fenster offen lassen, weil der passt ja gar nicht in der kleinen Wohnung. Na gut. Sagen wir so ehrlich jetzt. Das ist ja aber ein Fernseher nur drum. Du kannst aber zur Seite rücken müssen, dann geht's schon eigentlich. Was ist denn ins Schlafzimmer rein oder was? Nein, das Vorzimmer zu, weißt du, wenn du reinkommst. Ja. Direkt, wenn du gerade reingehst, ist das Wohnzimmer. Ne? Und da habe ich jetzt noch hinten gerutscht ein bisschen. Er hat ihn aufgestellt und verwendet ihn gleichzeitig als Kasteltier. Weißt du, vielleicht. Ein Flatscreen hat er. Das gefällt mir. Ja, wer hat, der hat, sage ich. Ja gut, aber den finden sie mir nicht mehr abbeilen. Oh gut, ich zahle ja Gebühren, ja. Ein Flatscreen werden sie wahrscheinlich nicht finden, jetzt, ja. Für die, ich sage, na gut, das darf ich da nicht laut sagen, cool. Ich wollte nur sagen, für das Scheißprogramm soll ich da keine Gebühren nehmen. Wer bin ich? Naja gut, weißt, das ist... Die haben da eh die Werbung. Die anderen haben ja auch keine Gebühren nicht. Warum soll ich denn... Ne? Wenn du die ganzen anderen nimmst, die sind auch nicht schlechter. Vor allem, diese spielen auch Reklame. Ja, das ist ja das, wenn es keine Reklame gibt. Da kenne ich mich nicht aus. Ja. Ich sage, bei mir daheim macht das meine Alte, die zahlt das ein oder was. Ich meine, ich weiß Harry, nicht. Harry, ich weiß auch nicht, aber ich weiß nur, die anderen Sender haben keine Gebühr und sagen, kommt durch die Werbung rein. Und Werbung haben sie auf die FS1 und FS2 auch nur. Na gut, aber bei uns haben sie die ganzen Nachrichten und das Zeug, ne? Das hast du bei den anderen in der... Du hast da am ProSim, da hast du auch Österreich-Nachrichten. Ja. Klar hast du Nachrichten. Er hat eigene Österreich. Ja, Österreich-Fenster haben sie. Ja. Mit dem einen, der ist fähig, weißt du, der was zusammen ist mit der Debatten. Mit der, was ist denn? Wie heißt die von den Grünen? Ich weiß schon. Die Kiefer, weißt du? Ja, ja. Die was fesch ist, die mit den schönen Augen. Ja, ich weiß eh, da gibt's auch nicht. Die Krawischnik. Ja, ich glaube mir schon. Da gibt's auch Gefühle gibt's, die was jetzt da nicht mehr redet, für die, dass mehr Leute reinkommen sollen. Und dann gibt's auch andere, die was fesch ist, ein Junge. Ja, die und Fische ist, meinst du? Und ja, die ist zusammen mit dem von den Österreich-Nachrichten. Genau. Die haben geheiratet. Der war ja früher war er beim Sport. Ja. Der war Sportreporter. Ja. Oder ist es immer noch? Aber doch. Nicht. Ja, ist es die Vera? Na klar. Wo ist die Rosmus? Ja, wo? Da schaut es um. So hin. Klar ist die nicht. Ja, die ist schon, als man glaubt. Gell. Boah, die schaut ernst. Gell? Die schaut die schlecht auf. Ich habe gehört, dass ich mit ihrem Team und so, so ist eigentlich ein ganz schön... Handig, ja? Ja, handig, aber ich meine, ich habe es nicht gehört. So muss ich sagen, mag ich es gern, wenn es so fragt, weil es auch die Sachen ausspricht, wo ich sage, da redet man schwer, jetzt öffentlich redet man weniger drüber, wenn es hat Leute, was weiß ich, wo... Mit Hämorrhoiden waren auch unlängst. Ja.
gleich auf. Ja, über das ist gerade. Genau, die kann über sowas. Na ja, jetzt hast du mal welche gehabt? Nein, noch nicht, aber ich möchte mir zulegen. Jetzt, hör auf, ich glaube. Mach nicht solche Schmählanger. Da sitzt die nimmer nieder. Ja, du hast das einmal gehabt, da bist du auf so einen gehabt. Ring, du hast so einen Ring mitgehabt, da hast du immer auf den aufgesetzt. Genau. Okay. Schlechte. Das, soll ich dir was sagen? Da hat der Bicken da, du musst dir vorstellen, du hast da Kirschen, ja, zwischen die Popo-Backen, ja, und die tun ist nicht weh. Bei jeder Berührung. Ah, ja. Das ist aber, das ist nicht ein Schmerz wie ein Blaufleck, das ist richtig, ja. Das heißt, du kannst nicht gescheit gehen, du kannst nicht gescheit sitzen, du kannst nicht gescheit liegen, nicht einmal am Bauch, weil jeder kleinste Ding, sowas ist das. Das ist nicht gut. Da macht das man wirklich keine Schmerzen. Und für mich ist es interessant, wenn die Vera über sowas redet, weil da erfährst dann, wie man mit sowas, interessant. Wo man mit sowas umgehen kann. Oder ich finde es sehr schön. Und was wirklich gut kann, ist einfach, normalerweise kommt man vor, sagen da die Leute solche Sachen nur, wenn zwei Leute zusammen sind und sie reden. Ja? Aber sie schafft es, dass die offensichtlich irgendwie Sprechpartner das Gefühl gibt, es ist nur sonst nur sie da. Weil ich glaube, viele Leute hatten das nicht bewusst im Fernsehen sagen. So, ja. So intime, so arge, so persönliche Sachen. Und das kann es wirklich gut. Also da kann ja keiner was vorhalten. Das macht es einfach gut. Da ist ein Profi. Ich kenne den, der war schon mal da dort. Aber weißt du was? Die machen das nicht live. Das ist nicht live. Die nehmen das auf einen Tag und ausgestellt wird es ein paar Tage später erst. Oder einen Tag später. So? Die schneiden Sachen raus. Ist nicht live. Ein Bekannter von mir, der war zu, also nicht, wir aber nicht zu Gast, aber... Ist der Kreis zu den Hämorrhoiden von Haare, die haben es auch rausgeschnitten. Letztendlich haben sie es rausgeschnitten, ja. Aber was, der war dort oder im Publikum? Ja, im Publikum nicht zu Gast. Also du kannst quasi, das kostet nicht einmal was, du musst dich nur anmelden. Kriegst du quasi zu Zöllkarten, wie beim Papst. Ja, da machen sie es so, wie wenn... Geht's jetzt eigentlich? Wenn lauter Nonnen sind oder was, ne? Ja. Im Publikum oder dann sind lauter Feuerwehrleute so, ja, oder was, dann kriegst du ein Zöllkarten. Von einer Ortschaft kommen oft mehrere Leute auf einmal. Wenn wer als Gast ist, ja, wegen der Stimmung auch. Ja. Du, geht's jetzt Papst schon? Nein, ich werde nicht. Ich werde heuer nicht gehen. Am Freitag ist er am Hof und am Sonntag ist er am Stephansplatz. Aber dazwischen, ja. Maria Zöll werde ich nicht, das ist mir zweit. Ich war noch nicht. Wenn er nach Wien kommt, brauche ich nicht noch Maria Zöll, ich meine. Ja, so, ja. Ich war damals auch im 83er Jahr, war schon schön. Ja. Mit der Jungschau waren wir damals im Stadion. Hat's gegeben, die Papas gehabt von der Kronenzeitung, war schön. Ja. Hast du zum Falten so ein Bäreskopf, ein gelbes, wo du um die Ecken schauen kannst. Ja. Und dann hast du erstens gesehen, weil alle sowas gehabt haben. Weißt du, immer vor die Papa gehabt. Ja, du hast rausgeschaut, dass der Menge mit dem Papa gehabt und vor dir war noch so einer mit anderen, hast du erst nichts gesehen. Ich bin nicht neugierig, was sie dir mal einfahren lassen, ne? Naja. Ja, man wird ja sehen. Er ist ja Deutscher, ne? Er ist ja, ja klar. Ich bin gespannt. Ratzinger heißt er. Von dem, du verstehst ihn besser letztlich. Ja. Gut, der andere hat auch gut Deutsch gesprochen. Was vorher war, war es gut. Er hat für das hat er gut geredet, muss man sagen. Ja. Gut, das ist das Mindeste, was man erwarten kann, wenn ein Polen auch zu uns kommt, dass er wenigstens die Sprache lernt, ne? Glaube ich auch. Das war ja der einzige Polak, wo die Leute nicht gleich das Brieftaschel festgehalten haben. Ne? Der Kummer hat keiner, ohne dass die Leute Angst haben. Ne? Nein. Ja. Wie geht's denn mit deiner Haltung eigentlich? Es passt. Ja, wir haben eine Krise gehabt im Sommer. Habt ihr euch zusammengestritten oder was? Ja, wir haben aber gesagt, dass nach sowas nach die vier Jahren, zahlt das noch aus, dass man probiert. War nur wegen einem Flatscreen oder was? Nein, nicht nur oder was war? Ja, nein, das war wegen einem Flatscreen zum anderen, auch wegen der Playstation und sie oder wegen einem Geld haben wir schon auch gestritten. Ja, ja. Naja, das verstehe ich auch. Und was sie dauernd weißt, was sie mit ihrer Freundin immer unterwegs ist. Naja. Ich denke mir, wann bleibst du mal daheim? Das ist bei uns, in deiner Generation, Otto, war das noch anders, gell? Das hat sich verändert, muss man auch sagen. Hätt die Frauen machen, was sie wollen. Ja. Eigentlich in dem Sinn. Ne? Das ist noch, ja, da hat sich was verändert, wo ich sage, da kannst du als Mann, du bist da oft schwer, muss man auch sagen. Das haben sie gut geredet letztens, in dem, das war ja bei der Vera. Hat ein Mann geredet, ja, musst du dir vorstellen, ein Mann mit drei Kindern, was die Frau verlassen hat, weil sie eine Hure werden wollte. Ja. Und die Vera hat das gehabt. Das ist da war der Titel, ich bin Mutter von drei Kindern und möchte eine Hure werden. Naja.
Ja, die wollen, die ist gegangen in so Swingerclub. Das hat ihr so gefallen und da hat es mit anderen, das haben sie noch gemeinsam gemacht. Ne? Und dann hat sie sich gedacht, ja, mir gefällt das und ich möchte da Geld damit verdienen. Ja, und sowas bringen sie ins Fernsehen? Naja, die Vera hat das gebracht und dann der Vater war, sie ist nicht, also sie war nur sie war nicht gemeinsam, weil sie zerstritten sind. Ne? Und der Vater hat es dann vor Gericht und sie darf die Kinder gar nicht mehr sehen und so. Und der Vater ist alleinig, ja, und zieht die Kinder auf. Das muss der Fuß. Ja, aber sowas finde ich nicht in Ordnung, wenn sowas in den Fernsehen aber kommt. Der bringt das durch. Naja, das war ja auf das aufgehängt. So, mit ihr haben sie ein kurzes Ei gespielt. Sie war aber ohne Gesicht. Ja. Und dann war er zu Gast und hat dann erzählt, wie sie das macht. Das darf ich nie machen. Der macht das super. Der stellt sich hin, stellt dir das vor, hast du gehst ins Fernsehen und sagst, mein Alte, ja, aber der hat gesagt, er macht das, weil er will andere Väter, wo es auch so ist, will er Kraft geben. Ja. Weil er hat gesagt, er hat drei Kinder, der älteste ist 16 schon, der muss auch viel mithelfen, sind lauter Buben. Ja. Und er sagt, sie kommen gut durch und es ist ihm lieber als mit den Eskapaden von der Ex-Frau. Und, das ist für mich unvorstellbar. Ja, das muss der Ding. Ja. Was ich fragen wollte vorher noch, was ich dir da empfehlen würde, ist, dass du eine Fernbedienung nimmst zum Fernseher. Weil das war zwischen mir und der Gabe oft eine Streiterei. Eine zweite Fernbedienung. Eine haben wir eh. Habt ihr eine, ist gescheit. Dass das gleich genommen hat, ist gescheit. Weil wir haben oft gestritten, wer aufsteht und umschaltet. So und gehen auseinander. Und sowas kannst du vermeiden, weil das ist praktisch und das kostet ja gar nicht viel. Oder verhältnismäßig. Kennst du schon die neue Schubert-Sonate, was jetzt rausgekommen ist? Was? Vom Sergei Mechnaninov. Super. Was redest du da bitte? Schubert-Sonate, eine neue Einspielung aus dem Musikverein. Mit der Olga Reismanova. Olga Reismanova singt im Mezzo-Sopran. Jetzt komm erst mit, das habt ihr mir schon wieder am Häkel. Nein, musst du auch Olga Reismanova, yes, das ist gut. Musst du auch hören erst. Erst und ist sie nur zusammen mit dem, was mit der Holz vom Metropol? Ja. Der Meier, Hofbauer, genau. Irgendwas mit Meier, ja. Ist sie, weil früher sie hat ja das schon. Okay, hat sie ja gemacht mit ihm. Ne? Achso, das kenne ich nicht. Das hat von meinen Kindern quasi. Und da hat sie ihm offensichtlich kennengelernt, aber. Ist auch oft so, dass im ORF das miteinander, ne? Die Ding ist ja auch die Stöckel, was immer macht, die Sendungen mit den Spenden. Ja, die kleine Gefühle. Na, was macht immer das mit dem Helfen und wo? Ja, ich weiß nicht, was ich meine. Die Stefanie Werger, die mag das aber nur. Nein, die Stöckel. Die, was so im so ein enges Gesicht die ganze genau, Zeit. Genau, was immer so auf Ding, auf ruhig redet und auf wie soll ich sagen? Mitfühl und so. Ja. Und die ist ja mit einem Sportreporter zusammen, ne? Mit dem Seger. Aha. Na, geht, das ist Seger, Nein, ich habe das Gesicht von mir, aber mir fällt wieder mit einem Namen nicht. Mit dem Elsner, genau. Der war Elsner jetzt beim Orf wieder. Nein, ein anderer, das ist der Sportler. Aber die sind oft beim ORF, dann so oft miteinander. Ja. Wechseln oder was? Aber eben, darum frage ich, sieht die. Ich habe ja einmal da schon ein paar Stück gehabt, da war ich noch nicht mit euch in der Partie. Du, mit der anderen Firma, wo ich war vorher. Ja. Iso Wolf? Genau. Und da haben wir gemacht, von den Aufzügen, haben wir gemacht, neue Tastaturen. Ja. Mhm. Und was du da mitkriegst, weil da haben wir über die Tastaturen haben wir die Intercom neu gemacht, was der die Alarm-Intercom im Aufzug. Da kriegst du mit, was die reden im Aufzug nicht. Nicht. Du hast wirklich das Gefühl, da tut jeder mit jedem. Okay. Jeder tut jeden ausrichten, ich weiß nicht was. Nein, das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist gut, das haben wir wirklich. Da fragst du dich wirklich, da ist kein Wunder, dass so ein Programm rauskommt. Ne? Das sage ich, erst da bin ich wirklich lieber in Außendienst, weil das gar nicht her, falls jemand in der Bude drin ist, muss ich die Goschen überwinden. Ich glaube es auch nicht, so. Ne? Wir sollten was reden. Und was? Aber weißt du, was sich verändert hat? Bei uns? Naja, seit die eine Kleine. Die Elvira. Ja. Ja. Seit die im Expedit sitzt, ist dort eine andere Stimmung.
Ja, und das tut eine andere Stimmung. Weil jeder Mann, was reinkommt, tut das schön. Weißt du, was ich meine? Die kann sich Sachen erlauben. Mhm. Aber nur weil sie die hohen Schuhe hat, weil sie die großen Augen macht, ne? Ja, was die weißt, Agnes, was vorher, das, ja, das ist der, ja, Unterschied. Aber das ist ja überall so, im Fernsehen ja genauso. Du, man, es ist einfach so, es ist halt schöner, wenn du eine schöne Frau siehst, als eine weniger schöne. Und das ist ja, ich meine, jetzt kann man sagen, das ist unfair. Ich sage einmal, es geht auch um was man kann. Ich meine, jetzt schaut der Lange ist schier, aber er arbeitet gut. Na gut. Das ist uns lieber als umgekehrt. Na gut, aber schön bist du auch, muss ich sagen. Ja, ich hab's gesagt. Er ist schon schön wie der Zins. Und beim Arbeiten kannst du ein Beispiel nehmen, was? Ja, gut. Jetzt sehe ich die Schuhe aus beim Laufen, hörst. Ne, Moment einmal. Gut, pass auf. Wenn wir nachher raufgehen, machst du die Jeans am Dreierscore. Und willst du was lernen, oder was? Und ich mache die Ginger am Viererscore und der Otto stoppt, wer steht. Der Otto hat sich auch über die, sonst aber nix. Dann messen wir das durch, Lange, dann messen wir das durch, ja, geh, bitte. Wo wir mehr Strom kriegen. Du und dann messen, da geht lieber der Papst messen als du. Ja. Nein, das machen wir nachher, Otto. Das schauen wir mal. Einen alten Mann kann ich nicht einfach schlagen hier. Na, geschlecht. Auf jeden Hund tritt man nicht hin, Otto. Entschuldigung. Bis du dein Kolben Hass hast, bin ich schon wieder fertig. Ja, das schaue ich mir auch. Erst mit deinem alten Klumpert aus den 60er Jahren. Was ich von wann ist das? 60er Jahre. 1860. Lange das aber vor 3 Jahren gekauft. Das ist eine super Qualität. Bist du nicht einmal digital mit der Messung? Was ist denn das jetzt? Das Digitale wird pfiffen. Brauchst du keine Digital? Jetzt, was brauche ich eine Messung, ja? Auf 7 Komma stellen, was du hast. Was machst du mit der Information, Lange? Was machst du mit der Information, wenn von A nach B, ich weiß nicht, 4 Komma auf 90 Komma stellen Strom fließt? Na, weil ich zum Beispiel, weil ich mir mal ein Makro eingestellt habe auf einer Messanlage bei mir, ja, wenn ich hergehe zum SK4, aufs Relais, aufs Einser, was du sagst, was, ja, du machen willst, ja, und dann, ich muss nicht jedes Mal umstellen, anzählen, 1, 2, 3, 4, dann 27.000 Change, ich weiß, das habe ich mir eingestellt, Makro 1, Makro 2, Makro 3, steck an, bin fertig, wo du noch beim Zählen bist. Aber das merke ich mir da. Das sehe ich ja, das mache ich mit dem Kopf, was du, wo du eintippen musst. Du musst ja bei jedem Mal musst du einen Memory-Punkt einstellen. Ich habe mit sowas gearbeitet, ich habe es wieder down gehabt. Du musst ja bei jedem Makro musst du einen Memory-Punkt einstellen. Und die merkt man ja, das. Du bist ja der einzige Mensch, der dich kennt, der was ins Handy die Nummer nicht mehr eintippt, aus dem Notizbüchlein raus, anstatt dass du es da ausspeicherst. Ja, und? Das war, weißt du, wie einfach das geht, wenn man es kann? Aber ja, wenn man was kann, ist alles einfach. Lange, dafür weiß ich die Nummern auswendig. Ich tue nur das Notizbüchlein aufmachen bei den Nummern, was ich selten will. Aber die Nummern, was ich habe, die habe ich im Schädel, was ich oft will. Ja, gut, aber für du weißt ja nicht einmal die Nummer von deiner alten auswendig gescheit. Ja, kurz, ne? Weil zwei. Ja, eben. Naja. Ja, dann plug ich da mal mein Handy und tu auf Kurzwald 2, da kommst du nämlich ins St. Nimmerleinsland. Ja gut, aber das, was du in dem Hirn blockierst mit dem ganzen Wissen, ja, du musst ja merken die Nummer, du musst da merken das Notizbüchel, wo das ja eintippen, das habe ich alles frei im Schädel, da kann ich mir wichtige Sachen merken. Ja, da kannst du merken, ob du gestern gegen die Alte bei der Playstation gewonnen hast, oder was? Nein, ich glaube, du bist ein Kopf. Ganz ehrlich, ich glaube, der Harry blockiert sich da nicht viel. Jetzt gehen wir jetzt alle 2 Trockel und wollt ihr einen Kaffee? Na, was heißt Kaffee? Heißt, du schon, seid ihr schon fertig? Also, ja, die haben. Ich habe so viel geredet, weil ich habe es vital mitgenommen. Da ist ja nicht viel dran. Das sowas nehme ich prinzipiell nicht. Wieso? Na, geh auf. Das Ganze, das eben. Vielleicht, ich habe mal geschaut, ob man da von den Kernelpapst sehen. Die ganzen, das, da haben sie es, da beim ORF haben sie es nämlich eingeführt, das Ganze. Mit wie Bio, der Dunkel Mio, noch war. Der Dunkel, dann der Hademann, ja, das, der Bankhofer, das sind die ganzen Leute, die das groß gemacht haben. In meinen Augen, der reine Blödsinn. Schaut er mich an, ich tue das Ganze nicht, ist auch nichts anderes. Und ich kenne einen, der hat sich fast nur so ernährt. Vielleicht in Schabeck Hans kannst du an den erinnern. Ja, na klar. Der ist vor 3 Jahren gestorben. Das kann ich aber ohne Kernel auch. Ein Bangl reißen kann ich ohne Kernel fressen auch. Das sage ich dir ganz ehrlich. Was? Aber mit geht's leichter. Und da sage ich dir, naja, aber da sage ich dir, die Zeit, wo ich da bin, da habe ich lieber mehr Genuss und Spaß. Ja, da brenne ich aus. Jetzt bitte du mir nicht, denn du fährst weh. Der Heinz Konrad hat es gesagt. Ne? Das ist mein
So sieht das. Das hat der Heinz Konrad gesagt. Aber ich weiß nicht, aber. Nein, sagt er was, mein Alte. Nein, der hat das. Mein Alte hat angefangen mit dem. Ja. Die hat sich ein Bier gekauft, ich hab daheim nichts anderes und ich habe mich auf das gewöhnt. Und weißt du, wo du das siehst? Mein Stuhlgang hat sich verändert. Weil das war die Zeit, wie ich die Hämorrhoiden gehabt habe, das habe ich ja lang gehabt, das war bei mir chronisch. Ja. Das hat sich aufgehört, wie ich begonnen habe, oder wie die Frau begonnen hat. Ein Bierchen zum Kaufen. Ja, apropos, ich muss kurz pushen. Ich komme gleich wieder. Ja, soll ich was mitbringen vom Häusl? Naja, weil du noch keinen Kaffee bringst. Ja, da bring ich Kaffee gleich, ja. Du bringst mir einen großen braunen. Ja, du? Gut, mache ich das. Was hat denn er gegessen, Häusl? Was hast du so gegessen? Was hat der mal hat? Dann werden wir gleich zum Der holt sich wahrscheinlich Autogramm von der Vera. Na, geh auf. Na ja, kennst du ja mehr. Naja. So schlecht ist das Essen wieder auch nicht, ne? Dass er Gerbs Häusl rein muss. Ich hab's auch nicht. Gut, die hast die Großkopfen vom ORF, die nehmen sie sicher kein schlechtes Essen. Aber er, der Ding, der Lange, er rennt mir oft beim Essen. Also das mag ich gar nicht. Wenn einer beim Essen ausfällt, beim Essen schon aufs Häusl müssen. Ja, das sind die jungen, nervösen Leute. Das ist das, weißt du, das ganze Druckspiel, was er hat, eben die ganzen Videostation, wo er spielt, da wirst du nervös auf das. Weil alles so schnell gehen muss, ja. Und die kennen, ich sehe das bei den Kindern von meiner Cousine, ja. Die sind so 13, sie ist 13, er ist 15. Und die spielen auch mal. Die können nicht einmal die 10 Minuten beim Essen sitzen. Ja. Die haben das und die haben das Sitzfleisch nicht mehr. Ja, das ist wie da, ich frage immer, wie es da in der Schule geht, wie das funktionieren soll. Naja, die will gar nicht dabei sein bei einer Schule. Ja, na, so wie und wie ist das weitergegangen mit deiner? Was? Oh, na, du hast gesagt, sie hat sich das Bierchen gekauft mit einer makrobiotischen Kost, so hat das angefangen, dann hat sie die ganzen anderen Sachen gelernt, das ganze Chinesische, was du hast, heiß, kalt und was zugeordnet wird, Erde, Feuer und so. Ja, das und für das hat sie sich alles interessiert und ich schwöre dir, da hat sich für mich was verändert und das hat angefangen mit einem anderen Stuhl, was ich gehabt habe. Ich habe einen anderen Stuhl gehabt, das war... Und eigentlich, dann hat es angefangen zum Schütz, jetzt geht's laufen. Ja, das, und macht aber so das Sachen. Ist ja das. Und ich finde das nicht schlecht. Ja, aber du musst Bierchen kaufen und dann kostet das mehr, das ganze Essen, das ganze Gesunde, gut, die ganze Bio. Ja, das stimmt. Dann gehen wir ins Rennen. Da fängt an mit dem Bock, dann wollen sie natürlich. Wollen sie auch nicht im Trainingsanzug von 78er Jahren rennen, dann wollen sie ein weiches Quadl zum Rennen, dann gibt's wieder Spezialmode da. Ja, was hat das mit mir zu tun? Naja, der Alte, das geht selber. Ins Geld. Ne, was? Und von kauft was für ein sie Geld? Naja, sie geht oder muss das arbeiten? Sie geht ja halbtags. Ah, sie geht wieder? Nee, schon lang. Ach so, das habe ich gar nicht gewusst. Naja, na, was macht's? Naja, seit der Kleine jetzt 4 ist, geht er in den Kindergarten. Also, nicht einmal viel. Und sie ist wieder in dem Büro, wo es war. Sie ist wieder in dem Büro. Haben sie es wieder genommen? In der Werbeagentur, ja. Haben sie es genommen, ja. Halbtags, sie ist halbtags, siehst du. Du siehst, du gehst immer so narrisch zu, heißt. Sie bleibt dann oft am Abend länger, ja. Aber es macht keinen Spaß, es ist was anderes. Ich sage, die Leute sind nett, sie kriegt neue Eindrücke. Ja. Und so von der Hocken ist jetzt nicht überkandidelt viel. Weißt du, was ich meine? Sie kommt gut durch, ne? Naja, cool. Ja. Naja, wenn was reinkommt, kommt was rein. Gut, wenn sie sich selber zahlt, bitte. Aber ich glaube halt, das ist alles. Ja, das sind Leute, was das, die glauben das auch und die sind auch gut und bemüht, aber es ist trotzdem auch viel Blödsinn dabei. Es wird halt dann aufgebauscht und was so weiter. Was letztens mitgebracht hat, die Alte, die Neiche vom Magnus Sanikowski. Was ist das? Klavierkonzert. Geschlechtliches Klavierkonzert aus St. Petersburg, wirklich schön, muss ich mir wirklich sagen. Sind Stickeln dabei, nämlich auch so seltene, was sagst du, die hörst in der Klavierversion nicht von Edward Grieg oder was, oder sind Russen, sind auch schöne von dabei. Was redest ja, du? Musst du auch hören. Hörst, dir gefällt wirklich so eine Klaviermusik? Ja. Ich meine, das Einzige, was mir am Klavier gefällt, ist der Udo Jürgen. So, der Wange, danke. Da heißt, wie lange warst denn du weg? Was hast du denn gemacht? Hast du am Häusl neue Installationen gemacht? Ja, wir suchen jetzt nicht. Schaut alles gleich aus, bitte. Achso, dort wo H umsteht, ich war auch. Sie haben ein H am Steffi, Herrn. Aha, also.
H für Herren und D für Damen. Ne? Ja gut, das musst du auch mal finden, hörst du, dass der Karten da rauskreust. Alles hast du drauf liegt, ein Reisebüro, alles haben sie, ein Supermarkt, du kein Häusl. Sind das zwei große Braune jetzt, oder... Ich habe eine Melange wollen. Das ist eine Melange, das Rechte. Was, ach so. Und der Braune gehört mir. Da gib her, da ist eine Melange, da hast du. Und ich habe aber einen großen Braunen. Ja, da genau, ist deiner. Genau, einen großen Braunen. Hast du die Hände gewaschen? Nein, ich habe seine gepackt. Sonst ist das ein großer Brauner an einem ganz anderen Ort. Jetzt weißt du, was ich gelesen habe? Da erst, du kannst lesen. Gemacht, ich habe gar nicht gewusst, dass du lesen kannst. Da haben sie gemacht, erst bei den Sushi. Ja, sind sie gegangen in das Sushi-Geschäft und haben geschaut, was ein Fisch drauf ist. An die Sachen, was man nicht sieht. Bazillen, Bakterien und die ganzen Dinge, Viren. Wer hat das gemacht? Naja, irgend so ein Institut, was, so. Was man also Forschung wahrscheinlich, ne? Ja, Forschung, ja. Wissenschaftler. Haben sie gesagt, da war ein einziges Geschäft, wo nicht Sachen drauf waren, wo man sagt, da wird man krank. Wie? Der Fußstatt. Welches war das? Das weiß ich nicht. Aber da geht er lieber zu dem. Ich kenn's eh nicht. Ich ist das eh nicht. Ich war vorgestern erst. Ich möchte gar nicht wissen, was. Nein, nur weil ich es da auch gesehen habe. Weil da haben sie auch einen Sushi, ne? Ist ja klar, die ganzen Dinge. Aber weil ich es noch gesehen habe, wenn man wissen, was man alles isst, aber anders denke ich mir, gut, das sagt sie immer. Sie tut sich ja für das interessieren. Das, wenn man vom Immunsystem her, ja, das muss da auch härten. Ja. Ja. Und ich sage einmal, ein Kind, was das mit Dreck in Berührung kommt, das härtet ab. Ja. Wenn das Kind, das war nämlich dann auch auf einer anderen, in einer anderen Studie, wenn ein Kind einen Dreck isst oder so, ja, das ist auch gut fürs Immunsystem, weil man es jetzt nicht ergibt, ja. Aber so wie es früher im Mittelalter, ja, haben ja die Adeligen, die Angst gehabt haben, dass sie es vergiften, ja, haben immer ein bisschen eine Dosis von dem Kind, was denn, in einer kleinen Dosis ist schon nicht tödlich genommen, ja, damit dann, wenn einmal die Große kommt, dass sie ein bisschen immun sind dagegen. Ne? Ja, bei der Allergie machen sie es auch so. Klar. Wenn du allergisch bist, dann kriegst du immer wieder ein bisschen was. Weil, sag mal, die Apotheken hast du im eigenen Körper dabei. Ja? Und damit kannst du dich quasi mittels deines Immunsystems kannst du ein bisschen schützen. Aber das sage ich mir eben, die Art ist mir viel lieber, wenn ich gegen diese resistent bin, dass ich gar nicht weiß, was für ein Dreck drauf ist auf dem Essen, aber es tut mir nichts. Ist mir lieber, als ich forsche, und dann komme ich drauf, das und das gehört eigentlich nicht, dann gebe ich viel Geld aus, dass ich ein Essen habe, wo die ganzen Bakterien nicht drauf sind, und habe ich dann das Pech, dass ich wieder mal eins mit Bakterien esse, dann bin ich krank. Das ist doch ein Blödsinn. Und das wegen dem brauche ich das nicht. Das ist ja einfach zum Erklären. Naja, klar. Sie, nein, da mache ich nicht mit. Aber sie eher nicht. Das ist gut bei der Gabi. Aber ich denke mir, besser gar keinen Dreck essen im Zweifelsfall. Ne? Aber wenn es nicht so ist zum Trank wehren. Ne? Ja, du siehst das eh nicht. Du siehst den Dreck gar nicht, was die jetzt gemacht haben. Das sind Sachen, was die haben eine chemische Proben genommen. Das siehst du, ein Bakterium siehst du nicht. Na, schon das lange, aber weil du sagst, ist besser gar kein Dreck. Nur, wenn es halt so ist, dass das leicht Zeug hat, dass dann da wieder was ist, wo ein Dreck drauf ist, wenn der das dann sozusagen niederpragt, ja, der Pfeife drauf. Hm? Da sage ich dann lieber das sozusagen Ungesunde, aber es macht mich nicht krank, es ist Gesunde und einmal was Ungesundes und dann bin ich krank. Das ist doch ein Blödsinn. Ich sage immer, lieber reich und schön als arm und schier. Naja, das apropos ist ja das. Reich, habt ihr es schon jetzt geschaut wegen Karten für die EM? Hat man sich da schon anmelden müssen oder aber was? Guten Morgen, hörst Harry, das ist ein halbes Jahr her, du hast dazu... Du hast dich ja anmelden müssen über das Internet total und vergessen. Das Ganze. Ja, da das kannst du ja vergessen. Ist das schon kannst vorbei, du ja da schon alles ausverkauft? Es geht dann rundenmäßig, aber du hast ja schon längst der erste Ding, wo sie alle. Das war ja überkauft, das kannst du ja gar nicht vorstellen. Nein. Lange du? Interessiert mich nicht so. Wir haben dann das Mädchen. Du schaust, dass es ein Floch wird. Sicher, wenn ich schon Gebühren zahle. Siehst du besser. Siehst du ausnutzen. Na ja, glaube ich, hast du ja recht. Außerdem, du weißt ja nicht, wer spielt, wenn du da jetzt schon kaufst, die Karten für die Runden. Kannst du nur sagen, das spielt 2A, 2C, 3D. Was ist denn das? Dann spielt am Ende Uruguay gegen, ich weiß nicht, was, Buxtehude. Bei der Europameisterschaft, was? Langer, Uruguay gegen Buxtehude. Interessiert mich nicht. Ja, gut, ich habe es wurscht. Weißt du, Europa, das ist das, wo es gehen kannst, und wenn das große Wasser kommt, ist nicht mehr Europa. Gut. Ich will es nur skizzieren. Ja, jetzt kannst du mal aufpassen, wenn ich Richtung Osten gehe, das große Wasser hört auf, genau bei Alaska. Da sind wir dann in Europa, wenn von deiner Anschauung her, oder was? Ich meine links.
Natürlich. Ich meint oben, oben. Gegen Amerika zu. Aber auf der einen Seite hast du einen eisernen Vorhang. Also, kommst du nicht weiter, ja. Kommst du nicht durch. Nein, das ist ja wahr. Naja. Naja, ist ja noch immer so. Jetzt haben wir einen eisernen Vorhang mit Schlupflöch oder was. Naja, gut. Oder ist er ganz offen oder was. Aber ich meine, sehen tust du das noch immer. Ja, weil nur wenn sie in Ungarn unten, wenn ich runterfahre auf Ungarn einkaufen, ja, und dort habe ich jetzt auch ein H&M oder was, ja. Aber fahren wir ja raus aufs Land. Die Hotel. Ich was? War letztes Jahr. Was? In Ungarn. Und am Land ist schon. Naja, ist noch immer Ostblock, in meinen Augen. Ach so? Naja. Und der Grimsig, was hast du jetzt her? Noch? Na gut, immer das ist gut. Muss ich sagen, die Sachen, na gut, am Land halt. Wenn ich in Budapest, wo wir auch, haben wir einen Tagesausflug gemacht, wenn ich in Budapest einen Sekt kaufe, kann ich mir gleich da kaufen. Mhm. Oder einen Kaviar. Aber am Land kaufe ich mir einen Kaviar oder einen Grimsekt oder was, und da hast du nur ein bisschen was quasi vom alten Glanz und Gloria. Ja, nur wenn ich das Fort einrechne, was ich habe. Naja, klar, die Benzinkosten und die Straßen sind ein Wahnsinn. Die Kiewerer halten die, zumindest wie ich einmal unten war, halten die Kiewerer auf, jeder hält die Hand auf, weißt du? Nicht offiziell, das geht dann in die Taschen von dem Kiewer, aber was willst du machen in der Situation? Kannst du nichts tun. Na ja, klar, die will sich auch was verdienen. Das über das und den ganzen, was ich mir über das ärgert, da kaufe ich es mir bei uns herum. Ist mir das wert, sage ich. Gut, das ist aber viel teurer geworden seit einem Euro. Na ja, klar. Muss man auch sagen. Na ja, klar. Ist ja nichts mehr wert, das Geld. Das ist jetzt ist vergleichbar, ne? Aber, na ja. Ist wurscht. Gut, wir müssen wieder auf. Wie legen wir es an? Ja, ich nehme die 2er Relais und du die 3er, haben wir gesagt. Ja, die 1er. Gut, mache ich die 3er Relais und wir machen die Wette und der Auto stoppt. Na ja, da. Und ich sage dir was. Aber nachher machen wir das mit der wir brauchen es zwar nicht digital, aber die Kontrolle, was jetzt die Durchmessung, die Durchsetzung ist. Klar, die machen wir. Machen wir digital und analog, schauen wir, welche genauer ist. Das schauen wir uns auch gleich. Fertig werden wir sowieso. Ob das auch eine Anweichung hat. Und pass auf, Haare nicht runterreißen, anläten, gell? Das kontrollieren wir. Wenn da ein Kupferdrahtl noch drauf ist auf der Lötner, das schauen wir sich genau. Das müssen wir schön sauber lösen. Hast du mich einmal gesehen, dass ich irgendwas runterreiße und nicht runterlöte? Einmal eh nicht. Ein paar hundert Mal wahrscheinlich. Wie lange Gebiete. Du hast über die Schick in der Pappen und du hast so, was wir macht? Da hat er die Lötner, da hat er einen Kolben. Der schaut gar nicht hin, wo er hin tut mit dem Kolben. Ich spüre das ja. Du hast da gespürt, wie ein Traktor hörst. Lange. Ich habe in der linken Hand hab ich den Draht. Und den habe ich auf Zug, aber ohne, dass was anreißt. Den habe ich gefühlsmäßig auf Zug. Und dann rupfst du da, ob das heiß ist, das läuft sich nicht. Mit der rechten Hand, mit der Kolbenspitze, da berühre ich nicht einmal, weil ich das im Gespür habe, wie heiß das sein muss. Ja, und dann mache ich das auf Gespür. Tätow mit der Krimpzange. Gib mir mal eine Krimpzange für ein digitales SPD. Das zeige ich das nächste Mal, wenn du das machst. Wenn du vom Langen einen SPD-Stecker machen lässt, ja. Kannst gleich zurückgehen auf analog. Da geh ich lieber. Der hat Sletten gelernt in der Steinzeit. Weißt mit Feuerstein und einer Axt. Wie werden wir das sehen? Der fährt drüber, ist Relais, wie wenn er Holzhocken da hat. Naja. Jetzt von Feinmechanik und Elektronik. Weiß ich nicht, wo du das gelernt hast. Wahrscheinlich im Steinbruch. Aber gut, Herr Tare. Hauptsache es funktioniert. Wir machen jetzt einen Test, ja. Weil ich glaube wirklich, wenn es zu schneller und konsequenter läuten willst als ich, ja, musst früher aufstehen. Ja, da wünsche ich dir gut danach. Da kannst du dann gleich am besten gleich hinlegen. Ja, ja gut, hab ich einen Schlaf eigentlich. Ja, klar, dann. Gute Nacht, mein lieber Freund. Ja, du gute auch, Nacht. Schlaf gut. Trampt sie es. Von saure Gurken nämlich. FM4 ORF AT/podcast.